glaube, dein Sprung war gar nicht ganz drauf. Baby! Der Koffer ist auf halbem Weg leider. Ist da verloren gegangen. Ich gehe ihn jetzt holen. Na gut. Holst du jetzt noch die zweiten? Ja, natürlich. Entschuldigung. Schuld. Boah, ich hab so Angst und Schweiß gerochen. Kannst du so mal auseinander? Was? Was? Kamera. Was soll ich denn erzählen? Ja. Was soll ich denn erzählen? Hallo! Ich mich gar nicht. Wenn du jetzt lachst, dann zwinge ich dich gleich vor allem zu machen, ja? Wir sind 20 Stunden oder so Bus gefahren. Es war der Horror. Genau, dann sind wir angekommen. Also um 18 Uhr angekommen, dann konnten wir halt erst um 11 Uhr einchecken. Und dann waren wir schon mal auf dem Klo. Schwierig, bisschen Kacke an der Wand. Kann ich jetzt nicht so empfehlen. Aber jetzt hört doch mal auf, mich auszulachen. Das ist schön, was du erzählst. Gut, ja, die wichtigsten Details. Ich schwimme auch die ganze an der Achse rum, weil die mich juckt. Und, wo war ich denn jetzt? Ah ja. Genau, und dann konnte man sagen, mit wem man halt in ein Zelt möchte. Und jetzt sind wir hier so. So dritt? Genau, ne? So. Leute, ich bin so froh, dass wir es zu dritt machen, wirklich. Aber man geht. Hallo, hallo. Wir sind seit einigen Stunden schon angekommen. Wir sind jetzt auch schon seit einer Weile in unserem Zelt und haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Normalerweise schläft man zu zweit im Zelt, aber wir schlafen zu dritt im Zelt, weil wir wollten nicht, dass einer von uns alleine schläft. Heute Abend gibt es dann Abendessen und so ein Speed-Dating, damit wir uns alle ein bisschen kennenlernen. Das finde ich auf jeden Fall ganz süß. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar süße Leute hier kennengelernt. Also ich liebe den Vibe von den Leuten. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das Einzige, was mir bis jetzt nicht so gut gefällt, die Sanitäranlagen haben uns jetzt auf den ersten Blick nicht so gut gefallen. Also die Toiletten waren ein bisschen... Also ich bin mal gespannt, wie das Duscherlebnis gleich wird. Aber ja, keine Ahnung, so ist es halt dann. Ja, ansonsten wird es heute auf jeden Fall eher ein entspannter Tag. Erstmal ankommen, alles anschauen, alle kennenlernen. Und morgen beginnen dann auch die ersten 12 Stunden. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie es wird. Ich habe richtig Angst zu trinken. Ich habe Angst, dass ich da im Neoprenanzug pipi muss. Ich kann es doch so schlecht halten. Du siehst aus wie eine Oma. Ich bin eine. Ich bin richtig sauer. Ich war schon mal wach. Also, echt? Ja, hast du es nicht gehört? Diese Taube. Alter, wirklich. Ich habe mich so reingesteigert in dieses Geräusch. Und das war direkt neben uns. Und die ganz, bestimmt, ich schwöre, 15 Minuten am Stück. Und dann zwischendurch hat sie richtig losgelegt. Dass ich mir alle halt die Schnauze. Dass ich jetzt gleich verjagt, die Alte. Lass die Taube in Ruhe. Alter, die schreit am Morgen. Lass es, sag ich. Lass es. So, es wird jetzt aufgestanden. Wie viel Uhr ist es? Schaffen wir das? Wir haben auch schon spät. Deshalb, also, 32? Ja. Deshalb. Hello. Los! Alter, Leute, ich weiß gar nicht, wie man hier rauskommen soll. Schau mal, wie soll man hier raus? Kannst du mir das mal sagen? Keine Ahnung. Da ist das Licht. Junge, wie soll ich hier? Xenia, kannst du vielleicht uns mal kurz helfen, das Ding aufzumachen? Ich kann make Hosekelke. Lecker, lecker.
haben jetzt unsere erste Surfstunde. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, sieht richtig schnuffig aus. Ich bin so gespannt, wie es ja, wird. Das Scheiße. Wie war's? Aber auch cool. Ja. Bei dir? Es war so cool. Hat's auch gut geklappt? Ja? Standest ja. du? Ja, 4 Sekunden stand ich. Nein, oh, was? Alter. Echt? Alter, das ist ein Talent. Wirklich. Lasst euren Kopf nicht hängen. Danke. Das ist beschissen. Es ist der erste Tag. Wir hatten jetzt unsere erste Surfstunde und es war auf jeden Fall interessant. Es war auf jeden Fall anstrengender als gedacht. Also wir wussten, dass es anstrengend wird, aber es war irgendwie anders anstrengend. Das Surfen selbst geht eigentlich noch, aber ins Meer zu kommen, an die Stelle, wo man anfängt zu surfen, das ist das wirklich Anstrengende, weil die Wellen schlagen dich die ganze Zeit halt wieder zurück und ich war mehr in der Stunde damit beschäftigt, überhaupt ins Meer wieder reinzukommen, als wirklich zu probieren zu surfen. Der Surflehrer war aber auf jeden Fall mega lieb. Also wir hatten erstmal ein bisschen Theorie, hat er uns am Strand alles gezeigt, aber dann ging es echt relativ schnell ins Wasser. Also wir waren auch erstaunt, wie schnell es geht. Genau, dann haben wir ein bisschen im Wasser mal probiert, wie es läuft. Von uns stand jetzt noch keiner so richtig, wie man es eigentlich soll. Aber ich hoffe, dass das noch mit der Zeit kommt. Und wir haben jetzt in 20 Minuten schon unsere nächste Surfstunde. Also wir hatten jetzt nur 1,5 Stunden Pause dazwischen und das ist schon intensiv. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ich habe auch echt wirklich ein bisschen Respekt vor den Wellen, weil ich wurde eben einmal schon mal richtig untergedummt, Alter. Und da habe ich mich mit dem Brett so in der Welle und dann ist mir das Brett gegen den Kopf und dann habe ich richtig viel Wasser gestürzt. Ich dachte mir, toll, jetzt bin ich fast abgesoffen. Aber wir gucken mal. Wir probieren unser Bestes. Get loud. Jule, was war das? Ich habe... Jule und ich waren ganz mit was anderem beschäftigt. Und wir sitzen. Oh. Ich drehe mich jetzt so um. Das wird schon gut werden. So. Jule, geh mit deiner Scheide jetzt bitte da weg. Ich habe jetzt deinen Schritt in meinen Haaren. Schade. So, aber jetzt kann ich ja mal was labern. Also, wir sind eben vom Strand gekommen. Es ist schon abends. Wir haben eine Runde Haie am Strand gemacht, weil es davor hatten wir die zweite Surfstunde und es war sehr anstrengend. Also die erste Surfstunde war ja schon so semi bei mir. Also da konnte ich irgendwie jetzt noch nicht ausführen, was ich... Mach mal so. Nein. Jule, lass mich in Ruhe. Genau, die erste Stunde, die war ja schon so lala, weil da konnte ich halt irgendwie noch nicht so richtig ausführen, was wir machen sollten. Und ich fand es halt voll schwer, vor allen Dingen auf diese bestimmte Technik aufzustehen. Und bei der zweiten Stunde, die war irgendwie noch schlechter als die erste, zumindest für mich. Besi und Jule haben es richtig gut gemacht. Die standen sogar schon auf dem Brett. Oh nein! Schön ist das Leben und schön bin ich auch. Nämlich, du siehst so gedröppelt aus. Also ich stand nicht auf dem Brett und ich hatte auch richtig viel Angst vor den Wellen. Also ich war wirklich auch viel von der Stunde draußen, weil ich wirklich richtig Respekt hatte vor den Wellen. Also die Wellen waren auch auf jeden Fall größer als heute Morgen bei der ersten Stunde. Ich hoffe, dass die nächsten Tage die Wellen nicht so krass sind, dass ich dann halt nicht mehr so Angst habe. Also ich habe auch so immer schon Angst vor Meer und Wellen. Deswegen bin ich eigentlich schon ganz froh, dass ich mich überhaupt getraut habe. Aber ja. Schmeckt super. Und wohl mein Bizeps, Trizeps, Musculus Maximus. Ja! Ihr seht doch so süß aus, wie ihr da entlang geht. Ihr seid doch so die Schnuffi-Mäuse. Ich grüße! Wir hatten gerade unsere erste Surfstunde am Morgen und ich hatte mir vorher richtig in die Hose gekackt, weil ich gestern irgendwie richtig Angst entwickelt habe, weil es irgendwie, keine Ahnung, ich war so oft unter Wasser und so, ich dachte mir, Hilfe. Aber mir ist die Angst ein bisschen vergangen, also es war heute in der ersten Stunde zumindest gar nicht schlimm und ich bin auch schon ein ganz kleines bisschen besser geworden als gestern. Für mich ist halt wirklich das Wichtigste, dass ich keine Angst mehr habe, also das ist für mich der volle Erfolg. Wenn ich eine Stunde habe, wo ich keine Angst habe, dann ist das für mich fein, egal was ich geschafft habe oder nicht.
bin aus der Busse, ich laufe hier durch den Strand. Sand. Jule und Besi, die können schon richtig gut. Jule, die stand einmal richtig lang, Junge, die ist der Surfer, die wird die Surfkönigin. Ja, jetzt haben wir kurze Pause, mampfen uns kurz was rein und dann gehen wir wieder surfen. Aber ich muss sagen, wir merken schon unsere Muskeln richtig doll. Also wir haben schon von den Muskeln her nicht mehr so die Kraft, die wir gestern hatten. Ich bin echt mal gespannt, wie das die nächsten Tage dann werden soll. Wir müssen auf jeden Fall gleich duschen, Leute. Wir haben Viertel vor drei und ich muss echt noch einen Schiss ablegen. Freust du dich, dass ich das hier mache, oder? Gell, hast du mir noch schön hinten drauf geklopft. Hast mal Rest wieder ein Bäuerchen gemacht. Also, Langarm-T-Shirt und dann Pullover. Ja, ich komme. Gehst du kacken? Ich glaube, die Person dahinter hat es nicht gehört. Ja, ich gehe kacken. Der ist so riechend in der Nacht. 20%. Voll geil. Ja, das ist voll laut, Alter. Da prasselt das. Ist schön, da haben wir Sex alle gemeinsam. Das ist deine Seite. Das ist meins. Das ist Besis. Und du kannst dich nicht mehr. We are doing a game when we have to change an object to a better one. Uh-huh. So, do you have an object that we can trade with this? Oh. Like, better? A beer? No. Si, si, si. Yes. No, 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 no. The beer? Yes. No, 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 no. Si, on s'en fout, on va dire de la boisson. Non! Oh, c'est une bière! Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Das war eine Aufforderung. Mann, jetzt warte doch mal kurz. Nein. Wir saufen uns jetzt heute einen rein. Alter Besi, du siehst so geil aus. Your mind that I wanna know. A penny for your thoughts. I wanna know what's inside that heart of yours. Ooh, I feel paper thin. Ooh, I just wanna.
temperature and it never gets hot enough for you. You've been enchanting this heart of mine for the longest time. Es ist der Morgen danach und jetzt sehe ich so aus. Boah, warte, ich geh mal hier ein bisschen rein. Also ich bin auf jeden Fall vor Besi und Juli ins Bett gegangen. Ich weiß aber nicht wann, ist ja auch egal. Geht das überhaupt? Aha. Und Besi und Juli waren einfach noch bis 4:30 oder so unterwegs. Um 4:30 waren die erst im Bett. Und wir haben jetzt gerade 9 Uhr. Ach Gott im Himmel. Und wir haben heute einfach 2 Surfstunden. So wie jeden Tag. Aber heute 2 Surfstunden. Ach du Scheiße. Ich habe auch schon so Muskelkater und so. Ich habe überall Schmerzen. Ich bin richtig, ich habe keine Kraft mehr. Also ich hatte auch vorher keine Kraft, aber jetzt habe ich gar keine Kraft mehr. Mir tut alles weh. Und wenn ich jetzt auch noch einen Kater kriege, ich sterbe im Wasser. Ich sterbe einfach. Unser Surflehrer, der hat mir diesen Zahn gemalt. Ja, das ist wirklich nett. Vielen Dank. Aber es war gestern richtig schön. Es war einfach, es ist die ganze Zeit wie in einem Film hier, finde ich. Ich fühle mich die ganze Zeit wie in einem Film. Wenn wir zu den 12 Stunden gehen am Strand, dieser Strand ist irgendwie so schön, der ist irgendwie auch so besonders, finde ich. Ich habe noch nie so einen Strand gesehen. Und wenn das Licht schön ist und so, ich denke mir, es sieht gerade aus wie in einem Film, Junge, es sieht aus wie in einem Teenie-Film oder so. Wir gehen gerade surfen, es sieht aus wie in The Summer I Turned Pretty oder so. Und dann gestern auch diese Party, dann sind wir so an den Strand gegangen und dann lief da Musik und es waren ganz viele Leute da. Dann war so dieses krasse Feuerwerk. Und es war so schön. Es war das schönste Feuerwerk, was ich jemals gesehen habe. Es war so schön. Julian und ich haben erstmal eine Runde geweint. Dann haben wir uns zu dritt geliebt. Und es war einfach so schön. Es war so krass. Das war so wow. Es war wow. Es ist so crazy. Es ist wirklich so geil bis jetzt. Die Leute hier sind so nett. Das Surfen, auch wenn ich es eigentlich bis jetzt noch nicht so mag und auch eher Angst davor habe. Aber trotzdem ist es irgendwie richtig geil. Und Jule und Besi haben richtig Spaß daran. Das Essen ist geil. Die Stimmung ist geil. Die Aktivitäten, die man außerhalb vom Surfen macht, sind geil. Es ist alles so geil. Es ist so toll. Ich liebe alles daran. Wirklich. Ich genieße es so sehr. Und ich bin die ganze Zeit so voll im Moment, weil hier so viel passiert und so. Ich kann gar nicht so über, oder nicht so viel über andere Sachen nachdenken und so. Und es ist einfach voll schön. Und wir haben einfach voll die coole Zeit. Und ich würde hier auch locker noch eine Woche länger bleiben. Besi und Jule machen gerade ihren Morgenschiss. Jeden Morgen. Ich liebe es. Ich sitze hier. Muss noch nicht scheißen. Schöne Info. Will keiner wissen, Lilly. Ich kann mir nicht vorstellen, gleich zu surfen. Ich merke jetzt schon, dass ich anfange, Kopfschmerzen zu kriegen. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwelche Tabletten einschmeißen. So, I think it means hot bitches. Looking at hoes. Ja, looking at hoes. Lekkere weven. Goede kijken, inderdaad. Ah, hier ist ein Bild, wann ich schlafen gegangen bin. Ich habe vorm Schlafengehen noch ein Bild gemacht. Ich bin um 2:15 schlafen gegangen. Boah, ekelhaft. Alter, heute Morgen, ich dachte mir auch, Alter, Schandewurz, ey. Also gestern haben wir uns so reingeorgelt, ja, Alter. Das war echt richtig crazy. Und Julia hat gesagt, jeder gibt noch eine Runde Bier aus, damit wir halt alle gleich bezahlt haben. Morgen! Morgen! Xenia! Xenia! Schande! Nee, super! Es ist nichts passiert. Woher kam das jetzt? Oh, das ist nichts passiert. Nein, nein. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Thank you.
the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Ja, gehen wir noch einen Schritt nach hinten? Was? Noch einen Schritt nach hinten. Ja. Hallo, hallo, du Kleiner, du Kleiner, du Rechter. Heute unseren letzten Tag, wo wir Surfstunden haben. Und ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Also einerseits muss ich sagen, bin ich langsam echt kaputt. Also 2 Surfstunden pro Tag sind schon echt anstrengend, muss man sagen. Und man hat auch wirklich viel zu tun. Also wir hatten bis jetzt 2 die Gelegenheit, uns an den Strand zu legen, weil wir sonst so viel zu tun haben die ganze Zeit. Ja, wenn man halt vorher auch nicht so sportlich war, ist es schon auch anstrengend. Also man merkt schon, dass man K.O. ist nach 2 Surfstunden. Aber andererseits, gestern war der erste Tag, wo ich keine Angst hatte vor dem Meer und wo ich die ganzen 2 Surfstunden drin war. Das war für mich ein großer Fortschritt und da habe ich mich mega drüber gefreut. Deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass es jetzt aufhört. Habe ich kurz die Kamera umgestoßen, weil ich dachte, da kommt jemand. Es ist mir peinlich, wenn ich mit einer Kamera rede. Also ich muss sagen, wir sind alle ein bisschen ein körperliches Wrack. Wir haben überall Schmerzen, überall auch so kleine Verletzungen, also nichts Schlimmes. Aber irgendwie ist man doch ein bisschen geschädigt. Also ich habe es irgendwie nicht kommen sehen, wie intensiv
Surfen ist. Aber das ist es definitiv. Heute Abend ist Mojito Night und es ist sehr gut, dass wir morgen gar nicht surfen müssen, weil dann können wir uns richtig einen reinorgeln, ohne dass wir Angst haben, dass wir morgen im Wasser stehen müssen. So, wir haben jetzt unsere zwei letzten Surfstunden hinter uns. Es ist schon Abend. Wir machen uns jetzt gleich fertig für die Mojito Night und wir sind fix und fertig. Also, wir können uns nicht mehr bewegen, wir können nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mal mit einer Gabel essen, ohne dass es mir weh tut. Sie sind die Füße dick. Und ich kann nicht mehr aufstehen. Jule kann wirklich nicht mehr alleine aufstehen. Und es ist einfach, also wir sind fertig. Es ist, das dauert einige Monate, bis das weg ist. Basie hat gerade gegoogelt, warum ihre Füße so angeschwollen sind. Ich habe Arthrose. Und sie sagt, sie hat jetzt Arthrose oder diverse andere Krankheiten. Das muss man dann jetzt noch gucken, was es genau ist. Ja, wir sind auf jeden Fall demoliert und es ist auch gut so, dass es jetzt vorbei ist. Also wir konnten auch nicht mehr als Jule und ich heute das. Wir müssen immer die Surfbretter vom Strand wieder ins Camp tragen und das ist schon ein Weg. Und als wir das heute gemacht haben, Jule dachte, sie muss kotzen. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Also wir waren wirklich, wir waren auf jeden Fall voll an unserer Grenze. Wir probieren aber jetzt uns noch mal ein bisschen zu pushen, ein bisschen Musik zu hören, ein bisschen uns fertig zu machen und dann heute die Mojito Night zu genießen. Und Jule probiert gerade ein Outfit an. Ich will wissen, ob es süß aussieht. So, schaue ich mal hier. Basie hat Fußwurzelarthrose, hat sie jetzt herausgefunden. Doch, bei Frauen mittleren Alters. 60 Jahren tritt die Fußwurzelarthrose häufig auf. Oh mein Gott, ja, alles tut weh. Boah, Basie, guck mal hier. Oh, guck mal hier und hier und hier. Alles am Arsch. Konnte man deine Scheide sehen? Nein, oder? Oh, scheiße. Okay, wir machen uns jetzt fertig. Aua, habe ich schon die Bauchmuskeln weh. Every day I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully, but have you ever thought about ganz geil. Don't know why I keep on doing what I'm told to do. When the wow, einfach ein anderes Auto. Ja, einfach nur Spaß. Oh yeah, oh, woo. Guten Morgen! Ja! Ja.
Leute, du hast deine Dosen von meiner Dosen. Deine Dosen? Die Dosen sind hier, die Hosen. Wir haben einfach bis 23:30 geschlafen, obwohl es hier in dem Zelt so warm wird. Das war auch nötig, Alter. Besser ist es. Aber gestern der Abend, der war richtig süß. Und es ist so geil in diesem Camp hier. Passiert so viel, also man kennt sich ja irgendwie jetzt so untereinander so ein bisschen, also nicht alle, weil es sind ja voll viele, aber trotzdem so ein paar kennt man ja und wenn dann sowas passiert, dann kriegt man das irgendwie so mit und dann bilden sich hier so Urlaubsflirts oder so Urlaubsromanzen und so und ich bin die ganze Zeit so hinterher, ich möchte es die ganze Zeit mitbekommen, weil ich es so interessant finde und auch so süß, oh mein Gott, ich beobachte das dann die ganze Zeit und will die ganze Zeit wissen, wer auf wen steht und wer in wen verliebt ist und wer wen geküsst hat, das ist genau mein Ding, es ist einfach so crazy. Wir schlafen aber nur noch eine Nacht hier. Ich bin ein bisschen traurig. Es ging so schnell rum. Es war so schön. Ich muss eigentlich mal auf Klo, ey. No way. Warte, Juli, das ist doch ganz die falsche Stelle. Glaubst du an Liebe? Wir freuen uns. Oh, Scheiße.